Irgendwann, mitten in der Nacht vom 3. auf den 4. Travier. Mittlerweile habt ihr zwar Mangraith und eine Zephorica getötet, doch ihr seid aufgeflogen. Da Boltax offen und ohne Rückhalt von den Dienern erblickt wurde, ist nun ein stattliches Kopfgeld auf ihn ausgelegt worden. Zudem wird ihm auch noch der Brand in der Villa von Murak zugeschoben. Das war zwar Rafim, doch der ist vollkommen unsichtbar hinein und hinaus marschiert. Der Korgeweihte vergnügt sich aktuell noch mit der Schwester im Blute im Rondra-Tempel, während das Gasthaus zum Kaiserdrachen belagert wird. Schwere Armbrüste sind angelegt und die Türen umstellt. Binnen 5 Stunden soll Sumox übergeben werden, sonst ist die Abmachung nichtig. 1200 Dukaten wären die Alternative, damit die Söldner vom Fähnlein diese Sache auf sich beruhen lassen. Doch es warten weitere Nekromanten auf die Gruppe und die Zeit tickt unaufhörlich. Und so beginnen wir. Was wollt ihr tun? Alan steht am Fenster und späht allenthalben etwas nervös mittlerweile hinaus, wendet sich dann wieder seinen Kameraden zu. Wo bleibt der Mann denn? Lange kann es dauern, mit der Frau zu verhandeln. Er wird schon noch auftauchen. Vielleicht müssen die erst so einen rituellen Zweikampf oder sowas machen, keine Ahnung. Oh, ich hoffe, ihr taucht besser schnell als zu spät auf. Wie lange bleibt uns noch? 5 Stunden hat er ja rausgeholt, oder? Mhm. Was machen wir in der Zeit? Lassen wir die ungenutzt verstreichen? Das wäre nicht sehr clever. Und wir anderen können uns natürlich frei in der Stadt bewegen. Wobei einer mindestens wohl hier bei Sumox bleiben sollte. Aber was tun? Wir könnten nach Rafim suchen gehen. Haltet ihr das für eine gute Idee? Nicht zwangsweise. Es könnte seine Verhandlungen stören, wenn wir da alle Mann in dieser Kneipe aufschlagen. Aber was mehr bleibt uns übrig? Nun ja, also Kollege und ich könnten uns zumindest etwas regenerieren. Das wäre eine Möglichkeit. Schlaf finde, wenn man einen Kopf möchte. Oh, glaube nicht. Ansonsten ist es auch spät in der Nacht. Eventuell, so schwierig es jetzt ist, aber wir könnten uns auch hinlegen. Zumindest etwas Schlaf finden, falls wir gejagt werden oder irgendetwas schief geht. Nicht, dass wir diese Nacht komplett keine Regeneration haben. Ihr habt vermutlich recht. Und an dieser Art von Anspannung und bei diesem, nennen wir es denn Wetter, vergisst man das Schlafen irgendwie. Ich würde sagen, sonst sagen wir unten an der Rezeption Bescheid und lassen uns in 4 Stunden wecken. Als Rafim nicht auftaucht. Nun, ich werde wach bleiben. Ich denke, ich werde einfach nur meditieren und einen Tee trinken. Nun, ich denke, ich werde etwas astrale Kraft versuchen hinzuzugewinnen. Danach könnte ich auch einen Tee gebrauchen. Und dann, wenn ich ausruhen, werde ich mich auf jeden Fall. Und während ihr den Tee zu euch nehmt, anfangt die astralen Kräfte in euch fließen zu lassen, ihr merkt, wie die Matrix sehr einfach aufreißt und ihr durchströmt werdet von den vielen Kraftlinien, den Nodices, die hier aus dem Boden herausbrechen und nach oben in den Himmel ragen. Kann Rafim nach ungefähr 2-2,5 Stunden mit einem zerkratzten Rücken, schwitzend und blutend in die Laken sinken? Ach, musste das an der Schulter unbedingt sein? Stell dich nicht so an. Ja, ist ja gut. War doch ein Kompliment. Es hat mir gefallen. Ja. Ich hab noch was ich mit euch besprechen würde, falls ihr mir eure Zeug erübrigen würdet. Muss sowieso noch etwas zu Atem kommen, aber sprecht ruhig. Ja. Ich habe ein Angebot für euch. Bessere Bezahlung, bessere Auftraggeber. Ihr wisst, wie das läuft. Ich weiß. Kunchimar Codex? Natürlich. Nun dann, lasst hören. Ich würde es euch ja hier komplett offenbaren, aber ihr müsst wissen, diese Dämonen-Hurensöhne haben ihre Augen überall und ihre Ohren leider auch. Würdet ihr mich begleiten? Warum nicht?
Wunderbar. Rafim würde sich wieder anziehen. Ja, Koriana tut das ebenso. Kommt dann wieder nach draußen zu ihrem Thron, zieht sich den Chorspieß wieder raus und wenn ihr dann allesamt angekleidet seid, könnt ihr in Richtung des Gasthauses gehen. Kaiserdrache. Ihr wisst ja, erst zuhören, dann umbringen. Ihr werdet das schon hinkriegen. Ja, ich würde auf das Gasthaus zumarschieren, das ist ja praktisch nur ein Steinwurf entfernt. Ja, sie bleibt kurz dann wohl bei einem ihrer Stellvertreter stehen, ein Mann mit einem unglaublich dicken Backenbart und ebenso dickem Bauch und unterhält sich dann wohl kurz mit ihm, nickt dann nach 3-4 Sätzen und schließt sich dann dir wieder an. Eure Freunde sind wohl noch nicht tot. Oder diejenigen, mit denen ihr im Kontrakt steht. Sagen wir so. Das ist fürchterlich beruhigend zu hören. Ich habe ja schon befürchtet, dass sie nicht auf mich auf sich aufpassen können, wenn ich da bin. Vor allem würde das gegen den Consumer Codex verstoßen. Ja, das auch. Kommt schon, kommt schon. Ja, ich würde in das Gasthaus marschieren. Die Söldner, die davor stehen, einfach ignorieren. Ja, die ignorieren dich ebenso. Du siehst zwar, wie zwei Armbrust auf dich gerichtet werden, aber du kommst mit Koreaner und dementsprechend scheinen die da wohl auch keine Anstalten zu machen, zu schießen. Wunderbar. Ja, dann nach oben gehen. Wird dann nach oben gehen, beziehungsweise möchtest du sie hier stehen lassen im Raucherzimmer? Kannst du auch machen. Nö, ich nehme die mit, ich habe ja nichts zu verbirgen. Ja, dann kannst du sehen, wie da wohl Isarun, beziehungsweise Sinistra und Tionin, beziehungsweise Abelmir mit geröteten Armen und roten, feuerroten Augen da sitzen, gerade einen Tee schlürfen und wohl die ersten Wunden wieder zuwachsen. Meine Güte, zieht euch doch mal was an. Was ist das denn hier für ein Verhalten? Würde euch das vorstellen. Wort zum Gruß. Keiner, ja, kurz zum Gruß. Keiner freut sich, mich zu sehen. Zustände wir. Hallo. Kurz zum Gruß. Ja. Macht doch erstmal die Tür zu. Das ist hier doch kein Stall, meine Güte. Nun, Olea, Kor, sei Dank. So, da wir uns jetzt hier alle versammelt haben. Wärt ihr so freundlich, hier uns gegen diese Abhördämonen zu schützen? Natürlich, lasst mich gerade mal die Alraune verbrennen. Das wäre herzallerliebst. Ja, so. Das wird getan. Jetzt stelle ich mal vor. Das riecht nach verbrannter Alraune. Koreaner, die anderen Koreaner. So. Möchte jetzt einer von euch diesen großen Ansprache halten oder soll ich das machen? Ja, Koreaners Blick ruht auf Sumox. Und im Sinne der Höflichkeit, lasst mich erstmal vorstellen. Ich bin Jalan Goldhand, das sind meine Begleiter. Hier ist Isarun von Spurgelsen, Abel Mirja Morenis. Rafim kennt ihr ja schon und das hier unten ist Voltax. Ja, aber offensichtlich kennt man mich in dieser Stadt besser als einen Eisdioden. Unglücklicherweise. Offensichtlich. Ihr seid die Gaugrafen aus der Partien? Wir sind die Gaugrafen aus der Partien. Wir sind hier, um Dämonenanbeter umzubringen. So viele wie möglich, so schnell wie möglich. Die Stadt wird fallen. Auf die eine oder die andere Weise. Wir sind nur hier, um diesen Übergang leichter zu machen. Ich habe schon von euren Heldentaten gehört, aber meint ihr wirklich, dass ihr euch gegen 200 Drachengardisten stellen könnt? Scheint doch wohl etwas gewagt. Ich bitte euch, nein. Ein Heer kommt. Es wird die Stadt erobern. Nur je mehr Nekromanten wir jetzt aus dem Spiel nehmen, desto leichter wird es für alle sein. Um es mit einem Kaffer zu formulieren, wir sind hier, um Sand ins Getriebe zu streuen. Und da ich dir ja so freundlicherweise geholfen hab, würde es uns freuen, wenn du anerkennst, dass unsere Seite doch die viel interessantere ist. Wir können selbstverständlich nicht nur das Versprechen einer angemessenen Bezahlung anbieten, sondern ebenso eine Begnadigung. Begnadigung, so. Was? Dass ich meinen Kontrakt erfüllt habe?
Nun, ihr habt einen solchen Vertrag mit den Anbetern des Borbarats Xamonod abgeschlossen. Als solchen seid ihr nach mittelreichischem Recht vogelfrei. Nein, das stimmt nicht. Und das wisst ihr genauso gut wie ich. Was auch immer Janan hier rumbölkt, scheißegal. Wenn die Armee kommt, garantiere ich euch für freies Geleit für euch und eure Männer. Davon kann ich mir trotzdem nichts kaufen. Ja, deswegen bezahlen wir euch ja auch. Deswegen, davon kann man sich dann Sachen kaufen. Nun, Rafim, du kennst die Preise. 2 Silber pro Tag und pro Mann und dann noch eine Dukate Sterbegeld an die jeweiligen Totengötter. Und das ist egal, ob es Boran ist oder die Schwarze Mutter. Aber wenn wir für das Mittelreich streiten, dann an die Boran-Kirche. Ich denke, damit sind alle einverstanden. 150 Männer und Frauen, die ich biete. Zusätzlich werden die Offiziere ebenso anders bezahlt. Und da ich Geweihte bin mit 6 Dukaten, 7 Dukaten, es wird schon nicht ganz billig. Verständlich, verständlich. Hälfte im Voraus? Und wenn wir euren Freund nicht töten sollen, haben wir 1200, damit wir aus dem Kontrakt freikommen. Ansonsten gilt das Kopfgeld weiterhin. Sie weiß, wie man Geschäfte macht, das kann man ihr nicht aberkennen. Ja, ich denke, ich bin 1200 wert, nicht wahr, Jalan? Als Gaugrafen der Wildermark, beziehungsweise der Partien, sicher. 1200, nachdem mein Freund hier sicher die Stadt verlassen hat. Nein, innerhalb von 5 Stunden. Ha. Wie kommt ihr jetzt darauf? Das ist der Kontrakt, den Goldhand eben unten mit meinem Oberleutnant geschlossen hat. Der Kontrakt waren 650. 1200, damit der Unbeschadet nach draußen kommt, oder 600 für die Übergabe? Nun, wie euch klar sein dürfte, laufen wir nicht mit einer solchen Menge an Barschaft einfach so in der Stadt herum. Ich habe gehört, dass ihr für die Hofloge arbeitet. Ihr hattet Teriak dabei, im Wert von 2000 Dukaten. Das ist richtig. Das müsste eventuell noch hier unten stehen. Das könnt ihr gerne haben, wenn wir die Stadt erobert haben. Als, naja, Form gewisser Anerkennung für eure Dienste und damit ich meinen Kopf auf meinen Schultern behalten kann. Falls es schon abtransportiert worden ist, finde ich sicherlich auch noch eine Möglichkeit. Und was haltet ihr davon? 600 im Voraus, die andere, sobald euer Kontrakt erfüllt ist. Das heißt, wenn sich Boltax hier nach draußen begibt? Das heißt, sobald Boltax die Stadt verlässt. Oder ihr, je nachdem, was zuerst eintritt. Nun, dann werde ich allerdings Bernhelm Eichhuber dazu abstellen, dass er ihn aus der Stadt bringt. Und zwar direkt jetzt. Er wird die Stadt verlassen und an den zukünftigen Kämpfen nicht mehr teilnehmen. Warum mache ich das? Damit wir die 600 Dukaten so schnell wie möglich kriegen. Warum ist es euch wichtig, sie so schnell wie möglich zu bekommen, wenn ihr so oder so in dieser Stadt sein werdet, bis sie fällt? Ihr werdet wohl wenig Zeit haben, ab jetzt sie noch zu verprassen. Was ist euch also so wichtig daran gelegen? Wenn ihr während den Kämpfen sterbt, dann sehe ich mein Geld leider auch nicht. Und das Sterbegeld wird natürlich im Voraus bezahlt. Wir könnten euch einen Schuldschein der Nordlandbank ausgeben. Unter dem Namen. Auf euren richtigen Namen. Damit kriege ich euch bei den Eiern. Selbstverständlich können wir dies. Immerhin kennt mittlerweile jeder euren Namen. Dann hättet ihr die 600 Dukaten in jedem Fall, die ihr noch bekommen würdet. Sie streckt ihre Hand an. Ich schlage erstmal ein. Was ist das mit eurer Hand? Ist das nur Tarnung? Nein, Herr Prios war so gnädig, mir meine alte Hand abzunehmen. Wenn ihr die Gerüchte gehört habt, wisst ihr sicher, warum dies eine gute Sache war. Weil sie schwarz und verkohlt war? Exakt. Aber sein... Oh ja, Alan, ihr seid richtig bekannt. Aber sein strafendes Auge brennt auf den kleinsten Makel aus, früher oder später. Gut, Abelmir, ihr hattet doch eine Feder und etwas Tinte?
Natürlich, warte eine Sekunde. Ich würde meinen Rucksack kramen und Tinte und Feder herausholen, Papier glätten und auf den Tisch legen. Bitte. Ups. Für den Schutzschirm aus, vermute ich jetzt mal nur auf meinen Namen. Ich werde da schon mal meine Kameraden ausklären. Bei der Nordlandbank, 1200 Dukaten, einlösbar frühestens zum 30. Travio. Sie pustet einmal drüber, steckt ihn sich in die Innentasche, nickt. Gut. Voltax, damit seid ihr ein freier Mann. Ah, Zwerg. Das ist immer wieder schön zu sein. Hat mich gefreut, euch kennenzulernen. Wir sind noch nicht fertig. Ach so, sind wir das nicht? Na, wir bezahlen ja keine Söldner, benutzen sie dann nicht. Oh ja, das ist natürlich richtig. Moment. Aktuell habt ihr nur den Kopf von Sumox oder Boltax wieder gekauft. Mehr nicht. Jetzt habe ich 150 Mann und Frauen, die ich euch zur Verfügung stellen kann, wenn der Sturm losgeht. Wunderbar, was kostet? Kann das mal einer von euch ausrechnen? Bitte. Nun, es wären wohl etwa 30 Dukaten am Tag und noch einmal 6 für euch, wenn ich mich nicht falsch rechne. Verrechnung, verzeiht. Korrekt. Weitere Gewalter hat diese Einheit nicht, aber eben auch keine Paktiere. Dafür bürge ich. Ebenso 150 Dukaten im Voraus als Sterbegeld. Als Rücklage, versteht sich. Die werde ich nicht wiedersehen. Nun, wenn niemand stirbt, werden die Vulkane Verwendung dafür haben. Na, dann werdet ihr uns weiter bezahlen. Oron, hilf uns meinetwegen. 150. Die brauche ich allerdings jetzt. Nun, aber mir, wäre so gütig, davor das Geld auszuhändigen? Haben wir das dann in Kleingeld da? Selbstverständlich. Ich habe euch doch die Geldbörse gegeben, nachdem wir auf dem Markt waren. Ja. Sie zieht deine Augenbraue hoch. Da, aber mir, jetzt sag nicht, dass du die Geldbörse verloren hast. Na, natürlich nicht. Ja, ich wollte mal den Kram im Rucksack. Ach, da ist sie ja. Oh. So ein Schwer- seht ihr direkt unter dem Parfüm. Ja, genau. Und diesen schweren Sack mal rausnehmen aus dem Rucksack und knall den auf den Tisch und zähle dann die Summe vor, die da vor ist. Also die 150 plus die 36, wahrscheinlich für den ersten Tag, vermute ich. Sie nickt. Ja. Also 186 Goldstücke. Streicht sie an. Gut. Nun, es wundert mich, Koreaner, dass ihr für euch selbst dieselbe Summe an Sterbegeld veranschlagt wie für eure Kameraden. Für die Würmer sind alle gleich. Hm. Ist sie nicht sympathisch? Nein. Das hat er. Ihr versteht das nicht. Keine Sorge, ihr seid auch nicht sympathisch. Von euch sagt man sich immerhin, dass ihr ein Paktierer seid. Das sagt man vielerorts. Aber wir sind nicht hier, um uns nett zu finden, sondern um zu arbeiten. Also machen wir uns daneben jene. Rafim, möchtest du den Plan erklären? Gerne, gerne. Ich hab's dir ja schon mal gesagt. Wir gehen ein paar Orks umbringen. Allen Anwesenden ist sicherlich klar, dass wir nicht mit 150 Mann da reinmarschieren können, weil sonst die Drachengarde direkt merkt, dass sich die Söldner auf die richtige Seite gewandt haben. Könntest du ein Team aus 10, 15 Mann gut zusammenstellen, gute Männer, die die Orks beschäftigen, während wir den, wie auch immer der Hurensohn heißt, der die anderen Orks beherrscht, umbringen? Kunkera. Ja, Kunkera. Wir müssen vor allem die Hauptstraße halten in Richtung Haupttor, nach Norden raus. Ja, also Kunkera würde ich gerne so leise wie möglich umbringen. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Na, dann müsst ihr zumindest an Grüler vorbei. Eine untote Trolle. Ja, wann wird der Schlag losbrechen, von dem ihr spracht? Jawohl, dieser so bald wie möglich. Wenn die Stadt endgültig kurz vorm Fall steht, werden wir die Tore stürmen und sie natürlich für die Angreifer öffnen. Ich gehe mal davon aus, dass wenn die Drachengarde von diesem Überfall hört und weiterer Unruhe, dass sie den einen oder anderen Paktierer schicken werden. Und ich sage es ganz ehrlich, die ersten 100, die vor allem aus Beilung stammen, werden hier mal nicht sterben. Sie sind noch nicht lange dabei, sondern nur aufgenommen, weil sie in Arbeit gepresst worden sind. Der Nekromantenrat duldet keine Arbeitslosen auf der Straße, sondern stellt an jeden ein Lohn und Brot, gibt an jedem Beförderung.
Und dann jeder wird rechtmäßig bezahlt. Solange die Notwendigkeit nicht besteht, haltet sie zurück, ja? Sie sind bezahlt und in Waffen. Wenn sie das nicht wollen würden, hätten sie den Vertrag nicht unterschreiben dürfen. Ein Satzpunkt wird der Praios-Tempel oder der ehemalige Praios-Tempel. Der liegt genau gegenüber von der Höhle von Kunkera. Nichtsdestotrotz, Raphim, müssen wir niemanden in den Tod schicken, der ihn nicht verdient hat. Verdient haben sie ihn beileibe nicht. Das sind einfache Bauern oder Handwerker, die in Beilung nichts mehr zu essen hatten und dann hierher kamen, weil es hier zu essen gab. Darum kümmern wir uns als nächstes. Gut. Also der Plan ist im Grunde recht einfach. Ihr beschäftigt die Orks vorne, wir bringen die Orks drinnen um, Gunkara stirbt. Sie nickt. Sagt einmal, wart ihr schon einmal in dieser Höhle? Oder kennt ihr jemanden, der sich dort auskennt? Nein. Gunkara hat diesen Spalt für sich entdeckt, hat sich dorthin zurückgezogen und von innen nach außen schickt er seine Orks. Da hat wohl eigentlich niemand Zutritt mehr. Er ist auch nicht wirklich angesehen innerhalb des Nekromantenrats oder sogar von seinen eigenen Orks. Ja, das denke ich mir doch. Wann sind denn diese Orks am ruhigsten? Wann sind sie am einfachsten zu überraschen? Wahrscheinlich in der Nacht. Wobei, Bunkera hat sich aus seiner Höhle mittlerweile nicht mehr rausgetraut. Also so etwas wie ein Tag- und Nachtzyklus scheint für ihn fast irrelevant, aber auch wie alle anderen, auch wenn sie kontrolliert werden von Geistern oder anderen Kräften, so brauchen die Körper doch weiterhin Schlaf. Sonst zerfallen sie. Also, sicherlich werden sie jetzt demnächst die Nachtruhe antreten. Gut, dann sollten wir vermutlich in der Abenddämmerung oder kurz danach mit dem Angriff beginnen. Wunderbar. Das heißt, es soll jetzt sofort losgehen? Oder erst an einem halben Tag? Je weniger Zeit wir verstreichen lassen, desto besser. Ich denke auch, gibt es noch etwas Wichtiges in Bezug auf diese Drachengarde, das wir wissen sollten? Viele Paktierer unter ihnen mittlerweile. Niemand hier kennt Morkas Schattenschlag nicht zufällig persönlich. Ich habe ihn schon das ein oder andere Mal getroffen. Er ist unglaublich ekelhaft. Gemein. Er versucht wohl auch gegen Lucardus von Kemetov zu begehren, den aktuellen Herrführer der Varunkai. Ein ehemaliger Golgaritenfürst. Ich glaube, er sollte sich wohl im vierten Kreis befinden. Das ist ziemlich tief. Kämpft mit dämonischen Waffen, Herrschaft über niedere Dämonen und kann ebenso Untote erheben. Es könnte ein Problem werden, früher oder später. Das ist die Drachengarde. Glaubt ihr, wenn wir Kunkera töten, dass die Drachengarde dann auf eure Söldner springt? Ja, davon gehe ich aus und genau dafür will ich das Sterbegeld haben. Wie gesagt, wir können uns sicherlich in den Praios-Tempel zurückziehen, weil der direkt gegenüber liegt. Ich hoffe einfach, dass ich mit einiger Hilfe dann den Praios-Tempel halten kann. Aber ihr glaubt, ihr kommt da nicht mehr raus, bevor die Stadt fällt. Könnte schwierig werden. Falls ihr in den letzten paar Jahren geschlafen habt oder nicht ganz aufgepasst habt, die Drachengarde ist so etwas wie die Panthergarde für Rohaya. Wo befindet sich das Hauptquartier der Drachengarde? Es befand sich wohl mal oben am Burgtor. Da hatten sie sogar ein kleines eigenes Bordell, aber mittlerweile bemannen sie nur noch die äußeren Pforten und bewachen die Serpentinen und der Großteil wird sich wohl irgendwo beim Ritterruh befinden. Also im nördlichen Teil der Stadt. Beim Ritterruh? Ah, okay, das war diese Ort, das ist ja seltsam. Das war diese Kneipe, die wir beim Hineinkommen gesehen haben. Okay. Ihr wisst nicht zufällig, wo sich der Anführer der Drachengarde aufhält, wo er sein Büro hat? Wahrscheinlich in einem der beiden Türme, direkt oben. Oder aber auf der anderen Seite. Dort haben sie ebenso eine kleine
Bastion, die sie bemannen müssen. Das Problem ist, wir müssten danach immer noch durch die Stadt. Selbst wenn sie euch im Tempel belagern. Und die Frage ist zudem, wenn es eine wirklich so fähige Truppe ist, wie ihr sagt, würde dann die Kommandostruktur zusammenbrechen, selbst wenn wir eine Person an ihrer Spitze ausschalten? Ich befürchte nämlich nicht. Sie werden sicherlich etwas kopfloser agieren, ja natürlich, aber ihr müsst bei Paktierern auch immer damit rechnen, dass sie einen weiteren Kreis gehen. Und dann passieren Dinge, die man gar nicht kontrollieren kann. Das ist das reine Chaos. Wir hatten vor, ihnen mittels der von Murak Lizeforica geborgenen Ritualgegenstände ein, sagen wir, Angebot zu machen, das er nicht ablehnen kann. Aber nach eurer Beschreibung... Schlechte Nachricht, die habe ich verbrannt. Das weiß er ja nicht. Aber nach eurer Beschreibung erscheint mir der Mann weder bestechlich noch erpressbar zu sein. Goldhart, ihr seid aber schon Praios-Geweihter, oder? Ja. Ihr haltet das mit den Prinzipien eures Gottes nicht ganz so hoch, oder? Die Prinzipien meiner Gottes gehen euch nichts an. Praios hat mich geschickt, um die Paktierer zu strafen, das werde ich tun. Auf die eine oder die andere Weise. Auf das lächelt Chor hinab. Denn nicht jeder von uns ergibt sich den schwarzen Landen, wenn sie kommen. Führen wir die Diskussion ein anderes Mal fort. Ganz sicher. Müssen wir noch irgendwas erledigen, bevor wir dort angreifen? Nun, es wäre schon nützlich zu erfahren, wo genau sich dieser Morkas aufhält. In der Höhle. Oder, ach, ja, ihr meint den Anführer der Drachengarde. Also, was ich noch für einen Vorschlag hätte, wir plündern die Laboratorien des Alchemisten. Denn mit genug Alchemiker sind auch Bauern in der Lage, die Garde abzuschlachten. Und ihr wollt denen diese verfluchten Dinger einflößen? Auf keinen Fall. Ich will sie damit werfen lassen. Brandöl, Stinktöpfe. Oh, wie hat die... Alles, was sie haben. Dass sie rutschen auf dem Boden, während sie brennen und kotzen.